Wie ist das Stimmungsbarometer an der Wand? Das bedeutet bereit für die nächste Performance und die kommt von Silvia. Wenn Cher und Pink eine Tochter hätten, oh, dann wäre sie würde Silvia heißen. Hat die geile Haare oder was? Mein Name ist Silvia. Ich komme aus Neustadt in Holstein, bin 50 Jahre alt, bin Erwerbsminderungsrentnerin und arbeite als Minijob als Reinigungskraft. Ich bin Frührentnerin durch einen Bandscheibenvorfall geworden. Ich bin ab Knie abwärts mit gelähmt, taub gelähmt, kann meinen Fuß nicht hoch und runter bewegen. Das heißt, würde ich auf einem Bein stehen, würde ich zur Seite kippen. Ich habe es soweit geschafft, dass ich jetzt auf sozusagen High Heels laufe, mehr oder weniger. Und darauf bin ich stolz. Was kommt? Es kommt jetzt Metal. Ich glaube, die Silvia, die hat ihre Hausaufgaben gemacht und wird jetzt einen Rockklassiker zum Besten geben. Ich bin ehrenamtlich tätig als kommunale Beauftragte für Menschen mit Behinderung. Ich helfe Menschen gerne, die sich nicht selber helfen können, da ich selber diese Erfahrung gemacht habe, dass man alleine auf Waldflur steht und keiner einem hilft. Ich finde, die sieht schon mal geil aus. Ja, auf jeden Fall. Ich mag es einfach, wenn Leute sich irgendwie in Schale schmeißen. Und wenn man so einen Charakter auch daraus sieht. Ja, genau. Es gibt einige, die sagen, wie kannst du so rumlaufen? Aber ganz ehrlich, das ist mir egal. Also, ich bleibe dabei, ich lege mich fest. Ich muss keinen mehr anrufen, ich frage nicht das Publikum. Die Silvia haut uns jetzt hier einen Refrain um die Ohren, von dem wir uns lange nicht erholen werden. Das ist die Ansage. Was mir durch den Kopf geht, gar nichts mehr. Ich hoffe, ich behalte den Text noch und falle nicht auf die Nase. Guckt mich an. Der bekloppte bunte Vogel aus dem Kleinstadtdorf. Die rockt das, die packt das hier. Die schafft auch noch die 100. Ja. Oh, aber rattenscharf. Rattenscharf. Sind wir uns einig, dass sie eine Rocknummer macht? Nö. Was denkst du? Cindy Lauper, Girls Just Wanna Have Fun. Hallo zusammen, mein Name ist Silvia. Nie im Leben hätte ich geträumt oder daran geglaubt, hier vor 100 Musikexperten zu stehen. Es ist für mich wirklich der Wahnsinn. Ich hoffe, es gefällt euch. Komm, jetzt nimm dir auch die ganze Bühne. By the record machine, I knew he must have been about 17. The beat was going strong. Play my favorite song. I could tell it wouldn't be long until it was me, yeah me. And I could tell it wouldn't be long until it was me, yeah me. Singing, I love rock and roll. So pull another drive and make jukebox, baby. Can I take you home where we can be alone? Next we're moving on, and it was me, yeah, me. We'll be moving on and singing that same old song, yeah, with me. Singing, I love rock and roll. So put another dime in the jukebox, baby. I love rock and roll. So come and take your time and dance with me. I love rock and roll. So put another dime. Silvia, wir gucken mal, wie viele für dich aufgestanden sind.
Immerhin. Wir haben eine glatte 30. Und als allererster aufgesprungen und sich schon wieder fast ausgezogen und mit dem Buzzer Dinge gemacht, die man mit einem Buzzer nicht macht. Andy! Hi. Hi, Schätzchen, na? Na? Ich wusste von Anfang an, dass du auf jeden Fall irgendwie mit einem riesen Refrain um die Ecke kommen wirst. Das war mir sofort klar. Und auch, dass es irgendein Rockklassiker wird, wusste ich auch. Ich erkenne meine Schweine am Gang. Das meine ich völlig positiv. Das war völlig klar. Und was mich persönlich immer wieder freut, ist, wenn der ganze Quatsch längst vergessen ist, werden in 100 Jahren noch Menschen I Love Rock'n'Roll schmettern. Und dafür danke ich dir, dass du es heute gemacht hast. Große Liebe. Gerne. Aber, wo ist sie denn? Was soll das denn? Ja, ich bin halt ziemlich faul gerade. Ach, deshalb. Ja, ach, deshalb. Wenn Faulheit olympisch wäre, ich wäre Vierte, dann müsste ich nicht aufs Treppchen. Es ist tatsächlich so. Ich hoffe, du siehst mich hier. Ich sehe dich. Sehr, sehr gut. Ich würde dich gerne schälen und das anziehen. Es sieht rattenscharf aus. Aus dem Rock mache ich mir ein Strumpfband wahrscheinlich. Es hat mich irgendwie nicht so vom Hocker gerissen, wie ich es gerne gespürt hätte. Also, es hat mich nicht berührt. Ich drücke dir trotzdem die Daumen. Bitte mach weiter, hau einen raus und Rock'n'Roll, Girl. Das mache ich, danke dir. Wanda, du siehst erstmal ganz bezaubernd aus. Vielen Dank. Also ich fand dich großartig. Und ich glaube nicht, dass du jetzt wirklich jeden Tag auf der Bühne stehst, oder? Nicht. Nein. Und dafür war das mega hammergut und richtig stark. Das war das allererste Mal. Was? Woo! Zumindest vor so vielen. Wow, mega. Woo! Danke. Silvia, du kannst unfassbar stolz auf dich sein. Du bist vorerst auf Platz 3. Vielen Dank. Und das, liebe Silvia, ist dein Applaus. Dankeschön. Guck sie dir an. George und Eddie, gentlemanlike, begleiten sie die Ladies zu ihren Plätzen. Vor so einer Wand wie hier. Ja. Und dann legt man auch alles, was man hat und was man isst, legt man einfach rein. Und das hat man richtig gemerkt. Das hat ja alles bedeutet.